Also wir sind hier am Nordrand des Hintersees und da gibt es eine Feuchtwiese, eine sogenannte Streuwiese, und auf der wächst die stark gefährdete sibirische Schwertlilie, eine wirklich bedrohte Art, die genau in so feuchten Wiesen vorkommt, die auch teilweise überschwemmt sind, aber natürlich dementsprechend schwierig zu mähen sind. Jetzt haben wir aber das Problem hier, dass besonders Weidenarten überhand nehmen, die würden innerhalb von wenigen Jahren große Flächen verbuschen, und darum ist es so wichtig, dass wir Menschen haben, Freiwillige in dem Fall sogar, die dieser Verbuschung entgegenwirken. Ich gehe immer auf Umweltbaustellen, weil ich da Leute kennenlerne, mit Leuten in Kontakt bin, aber auch der Natur helfe, sich zu entfalten. Man lernt, wie man sie schützt, und man lernt eigentlich, dass sie sehr wichtig ist. Für uns, für andere Menschen, für alle. Und das ist eigentlich das, was mich immer wieder antreibt, die Natur zu schützen. Wenn man nämlich nichts tut, dann wachsen die irgendwann zu. Wie man das im Hintergrund sehen kann, das sind Weidenarten, die Purpurweide, die das verbuschen, aber auch Arten wie der Schilf, die diese Fläche dann richtig zuwachsen. Und eine weitere Problemart haben wir hier auch noch, und das ist eine Goldrute, die Riesengoldrute. Und wenn der in der Wiese drinnen ist und man tut nichts, wird das immer mehr, und das tut die anderen praktisch verdrängen, die anderen Arten, die hier drinnen sind. Ja, die landwirtschaftliche Bewirtschaftung von solchen Flächen ist eher unrentabel. Es ist viel Arbeit und so gut wie kein Ertrag. Und umso wichtiger ist es, dass wir die fleißigen Damen und Herren vom Alpenverein und von der Biotopschutzgruppe Halm haben, die wirklich teilweise seit Jahren viel Zeit, viel Herzblut aufwenden. Wir wollen nicht möglichst viele Flächen alle da sammeln, sondern wir wollen mit unserer Kraft versuchen, dass wir die Wiesen wieder so in einen guten Zustand bringen, damit dann lokale Landwirte diese Pflege wieder übernehmen können, weil es ist immer das Beste, wenn die Leute vor Ort die Pflege durchführen und auch das Mähgut verwerten, wie sie das bisher gemacht haben.